Das Gedränge im Nachsitzzimmer wird langsam kritisch. Dieses Pulverfass inakzeptablen Benehmens wird bald explodieren. Machen Sie mir keine Vorwürfe, Boss. Nach der letzten Budgetkürzung nehme ich nur noch minderwertiges Fleisch. Vielleicht gibt es eine gemeinsame Lösung der Probleme von uns beiden. Das wäre spitze. Hey, Bart, pass mal auf. Oh nein, mein Lieblings-T-Shirt. Jimbo, das ist mit Abstand die größte Unverschämtheit, die... Jimbo, warum hilfst du nicht unserer Perle Doris ein bisschen in der Küche? So weit kommt's noch, Skinner. Das wollen wir doch mal sehen. Es fällt mir schwer, diesen riesigen Topf sauber zu machen, wenn er mich dauernd mit Fleischzartmacher bekleckert. Ja, toll. Jetzt muss ich auch noch im Dunkeln arbeiten. Dieses Sandwich schmeckt direkt jung und unverschämt. Seymour, wem haben wir das zu verdanken? Ich sollte euch vielleicht ein Geheimnis anvertrauen. Ich hab doch mal zu Jimbo Jones gesagt, dass ich eines Tages mal was Richtiges aus ihm mache. Soll das heißen, du hast Jimbo umgebracht, ihn zu Hackfleisch verarbeitet und ihn aufs Brot gelegt? Ich frag mich, wo Jimbo heute steckt. Er hätte uns schon vor einer Stunde unser Essensgeld rausprügeln müssen. Ach, Frau Wirtin, bitte dürfte ich wohl noch einen Jimbo-Burger haben. Schmeckt verdammt gut, hä? Jetzt.